Hi, hier ist Sascha Salvati. In dem Video erkläre ich dir den Hintergrund zu meinem Song Leben und am Ende des Videos werde ich auf jeden Fall nochmal eine kleine Akustikversion von meinem Song springen lassen. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann klick auf den Like-Button und abonniere meinen Kanal. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang so das Gefühl gehabt, dass ich am Leben nicht richtig teilnehme. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe immer so, es hat sich immer so angefühlt, als wäre ich nur so an der Seitenlinie und würde dabei zuschauen, irgendwie wie andere Leute halt irgendwie ihr Leben leben und so Fortschritte machen und so. Und ich hatte immer das Gefühl, ich stehe so komplett an der gleichen Stelle und ich komme einfach nicht vorwärts. Und ehrlich gesagt war ich auch nicht besonders dankbar für die Sachen, die ich schon habe. Also ich war irgendwie immer unzufrieden und nie wirklich glücklich. Und das war so ganz, ganz lange. Selbst als ich Popstars gewonnen habe, wo ich eigentlich so dachte, dann habe ich endlich meinen Traum erreicht. Dann habe ich wirklich so, wirklich, das ist mein Glück. So, mein Glück liegt darin, bekannt zu werden. Mein Glück liegt darin, ganz, ganz erfolgreich zu sein. Und dann habe ich so plötzlich Popstars gewonnen und irgendwie hat sich nichts geändert. Also irgendwie habe ich mich trotzdem so gefühlt, als wäre ich gar nicht Teil des Ganzen. Also als wäre ich gar nicht Teil dieses ganzen Dings, als wäre ich gar nicht Teil dieses Lebens. Und ich habe mich immer noch gefühlt, als wäre ich so an der Seitenlinie und würde dabei zuschauen, wie die anderen so diese ganzen kleinen Erfolge feiern. Und selbst auf der Bühne, oder auf der Bühne habe ich vielleicht manchmal, auf der Bühne kam das manchmal durch, das Gefühl, dass ich doch lebe. Aber in all den anderen Situationen habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht richtig am Start. Und ich war trotzdem irgendwie nicht dankbar für die Dinge, die ich hatte. Und das war so ganz, ganz komisch. Weil wenn du nicht dankbar bist für das, was du schon hast, auch wenn das nur ganz wenig ist, kannst du nicht vom Universum erwarten, dass du mehr bekommst. Weil warum sollte das Universum dir mehr geben, wenn du nicht schon dankbar bist für das, was du hast? Familie, Freunde. Und irgendwann kam ich aber in so eine Situation, dass ich wirklich um mein Leben kämpfen musste. Also ich hatte schon immer das Gefühl, ich muss ums Überleben kämpfen, weil ich komme aus einer mega, mega armen Gegend und wir waren auch nicht besonders reich. Ich bin in armen Verhältnissen, wirklich armen Verhältnissen aufgewachsen und aber jetzt musste ich auf einmal wirklich um mein Überleben kämpfen. Ich habe auf einmal Fieber bekommen, so richtig, richtig hoch. Ich weiß noch, dass ich plötzlich nicht mehr in der Lage war, so Auftritte zu absolvieren. Ich einfach überhaupt gar keine Power gehabt habe. Es fing erstmal an wie so eine kleine Grippe und wurde immer schlimmer. So irgendwann hatte ich dann 39 Fieber über Wochen hinweg und irgendwann war Fieber, dann ging es wieder weg und irgendwann hatte ich 40 Grad Fieber eine Nacht, ich weiß noch ganz genau. Dann hat Tjelda dann zu mir gesagt, es reicht jetzt, ich bring dich ins Krankenhaus. Dann hat Tjelda mich mitten in der Nacht und ich war schon im Delirium ins Krankenhaus gebracht und über Tage hinweg gab es eine Untersuchung nach der anderen und ich bin immer schwächer und schwächer und schwächer geworden und ich wusste gar nicht so wirklich, was mit mir los ist. Deine Kraft schwindet und schwindet. Habe ich echt gedacht, so war ich einmal, einen Abend lag ich dann so im Krankenhaus im Bett und ich konnte schon meine Augen nicht mehr öffnen. Also ich war wirklich richtig weggetreten und ich habe so mit letzter Kraft noch irgendwie so kleine Notizen gemacht, in denen ich mich verabschieden wollte von ein paar Leuten, weil ich war mir nicht sicher, wenn ich jetzt einschlafe, ob ich am nächsten Morgen wieder aufwache. Und glücklicherweise bin ich am nächsten Morgen wieder aufgewacht und das war das erste Mal, dass ich so richtig, richtig dankbar dafür war, dass ich überhaupt lebe. Und dann kam die Diagnose, ich hatte eine sehr, sehr schwere Gehirnhautentzündung und keiner wusste, woher die kamen. Also es war wirklich so krass, ich musste echt wieder neu lernen zu laufen und so. Also Tjelda hat mich mindestens 2 Wochen lang mit einem Rollstuhl durchs Krankenhaus geschoben und ich war richtig kaputt. Ich konnte dann ein Jahr lang nicht mehr singen, ich habe nur zu Hause rumgehangen.
Ich war am Ende meiner Kräfte und in der Zeit kam so das erste Mal aber trotzdem so Dankbarkeit, kam wirklich Dankbarkeit. Erstmal Dankbarkeit dafür, dass ich überlebt habe. Und dann habe ich mir gesagt, sobald ich kann und sobald ich wieder gesund werde, nehme ich mein Glück in meine eigene Hand. Und ich werde jeden Tag daran arbeiten, dass ich besser werde. Und ich werde jeden Tag daran arbeiten, dass ich mein Ziel erreiche. Und ich werde Ziele festlegen und wirklich hart, hart, hart an mir arbeiten, damit ich irgendwann da bin, wo ich sein möchte. Und Leben erzählt im Prinzip so auch teilweise diese Geschichte. Und einfach diese Einsicht, dass dein Glück gar nicht von außen kommt, sondern dass du dein Glück selbst steuerst, dass du steuerst, wie du dich fühlst mental, dass es eigentlich eine Entscheidung ist, ob ich glücklich bin oder nicht. Und ich kann nur eins sagen, mein Glück kommt komplett mit der Dankbarkeit. Ich war nie so unglücklich wie in der Zeit, in der ich am wenigsten dankbar war. Und ich war noch nie so glücklich wie in der Zeit, in der ich wirklich dankbar war für die kleinsten Sachen. Also. Und davon handelt der Song. Keine meiner Handlungen ist bedeutungslos. Und Zeit, die vergeht, bin ich für ewig los. Jeder Tag im Leben ist ein Neuanfang. Und was ich damit tue, liegt nur in meiner Hand. Weil ich leben will, weil ich leben will, weil ich leben will, folg ich meinem Ziel, weil ich leben will, weil ich leben will, folg ich dem Ziel, verfolge nur das Ziel, seh nur das Ziel, weil ich leben. Gestern ist vergangen, weil ich heute besser bin. Und morgen krieg ich's auch ein bisschen besser hin. Versuch die beste Version von mir selbst zu sein. Und in mir find ich selbst bei Regen Sonnenschein. Deshalb schreib ich dieses Lied, damit du siehst, das Glück liegt, wo's jeder kriegt. Es liegt in dir, folge diesem Beat, folge diesem Beat.